Und ein herzliches Willkommen zurück zu Xeodrifters. Ja, wir sind immer noch in dieser Welt hier. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich eigentlich jetzt im Großen und Ganzen machen soll. Da ja anscheinend ich noch irgendwelche fehlenden Tools habe. Beziehungsweise mir noch irgendwelche Tools fehlen. So. Um meine Aufgabe angemessen erfüllen zu können. Oh, oh, oh. Was ich meine da? So, Angriffsmuster 4000 und 3. Okay. Jetzt bin ich am Überlegen, habe ich irgendwas. Jetzt bin ich echt am Überlegen gerade. Oh, was ist das denn hier? Oh! Plus ein Gun. Equip on Subscreen. Geht's hier noch weiter? Ich war jetzt einfach mal in Intuition, da mal kurz hinzuschwimmen. Ah, verdammt. Sei verflucht, du dämliche Motte. Stirb, Mothra! Ah. Okay. Hopp. Ah, genau, hier kann man ja auch noch Plane shiften. Und. Ne, hier muss man ja Plane shiften. Na komm. Zack. Ossa, das war gefährlich. Gefährlicher als es sein sollte. Was ist das? Hm. Ist das eine von diesen Mossas? Okay, mach dir nichts. Ah, ja. Ist es sogar tatsächlich? Ah, shit, ich hätte nicht rausgehen dürfen. Zurück! Zack, zack, zack. Oh, shit. Hoppala. Kampfskills, mein Freund, komm hier. Scheiße. Falschen Gang gegangen. Mist. Verdammte. Ich weiß nicht genau, was man machen muss bei den, mit dem Roten. Muss man dafür eine Fähigkeit haben? Ja. Eine Fähigkeit. Brauche ich da irgendeine Fähigkeit für? Ist die Frage. Naja, egal. Facto de facto muss ich vorsichtiger sein und muss mir eine Taktik überlegen, wie ich am besten. Oh, kann man auch hier lang? Wie viele Secrets gibt es, Spiel? Was hast du mir noch alles verraten? Verheimlicht. So, runter geht's. In die Tiefen des Ozeans. Die sind ein bisschen zu gefährlich, die werde ich mal ausschalten. Ich muss jetzt aber nicht nochmal das Ding holen, oder? Doch, muss ich. Weil ich gerne zurückgegangen bin zum Saven. Ja gut, egal. Zwei Stück noch und wir haben maximale Stärke. Mit unseren... Ja, mit unseren Super Balls. Okay, Moment, das kam jetzt irgendwie falsch, aber streich das. Stirb! Ins Höllenfeuer mit dir, Mothra! Ich mochte dich sowieso noch nie! Oh Mann! Das Angriffsmuster von dem Vieh ist echt fürchterlich. Also, das ist wirklich... Bis jetzt der schwerste Gegner, den ich eigentlich bekämpfen musste. Hopp, hopp. Zack, 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 zack. So.
so kommen wir da schon mal nicht durch. Hopp und durch. Jo, komm, als wenn der so eine Kurve zieht. Mistvieh. Und hopp. Jawohl, besiegt. Ah, Mann. Toll, umsonst bekämpft. Ich komme da nicht durch. Hm. Kann man vielleicht oben lang? Das Problem ist gerade ernsthaft, ich habe keinen Plan, wo ich wirklich lang muss. Moment. Oh, Moment. Ach nee, da oben könnte ich ja schon direkt vergessen. Jumpen und shooten. Wow, das war knapp. Hier kann man nicht lang shiften. Hab doch mal geheime Durchgänge, Mensch. Wow! Yo, komm! Mann! Okay, wir machen das anders. Da ich offensichtlich hier irgendwie nicht weiterkomme, weil mir irgendein Skill fehlt, anscheinend, werde ich das jetzt einfach mal so machen. Ich werde, yo, hier ist nie einer lang gekommen und jetzt kommt hier einer lang. Ich glaube, takt. Ich werde einfach mal jetzt, yo. Ey, ist nicht mein Tag heute. Ausweichmanöver. Ich hole jetzt einfach die Gunpower und dann hau ich wieder ab. Equip on Subscreen. Blub. Und go, go, go. Mhm. Sehr spannende Flucht, muss ich sagen. Ich finde es schade, dass man nicht mit dem U-Boot schneller unterwegs sein kann. So, tot. Einfach hoch und dann raus hier. Hat er alles keinen Sinn? Safen. Abhauen. So, Moment, also kann ich da nicht lang? Dann bleibt ja eigentlich nur der da. Weil ich meine, auf den anderen Planeten habe ich alles entdeckt. Meine ich jedenfalls. Ich meine, ich kann mich auch vollkommen täuschen. Also mir fehlt anscheinend auch irgendwie sowas wie ein Bomben-Ding oder so. Also so eine Bombenfunktion. Dann fehlt mir was, womit ich Schalter umschalten kann. Anscheinend. Oh. Okay, du mit deinem Todesbeam. Und bleiben. Das Plasma-Einschießende Auge. Oh, der zieht drei Dinger damit ab. Hm. Jetzt ist die Frage, war ich unten letztens schon? Hm. Ich bin die ganze Zeit immer überlegen, am Grübeln, was ich als nächstes machen muss. Weil eigentlich das Spiel an sich ist ja noch nicht mal wirklich so verzwickt oder so. Wow, 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 wow. Fein ausgeschaltet. Weiter runter. Sterbt alle! Oh, Moment. Das war mir noch ein verdächtiges. Oh, ist kein Secret, ist nur eine Wand. Bum, 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 bum. Okay, so. Ja, jetzt irre ich hier die meiste Zeit und nichts passiert. Anscheinend. Warte, Moment, Moment, Moment. Ach, da kann man auch nicht shiften. Ich habe überhaupt keinen Plan gerade.
So, Moment. Hopp. 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 Jumpen und jumpen. Renn. Autsch. Ich wollte gerade sagen, ich höre dieses Plasma-Geräusch, ich gehe sofort in Deckung. Moment mal. Bevor wir jetzt da hinten lang rennen, was ist denn hier los? Hier ist wieder sowas, da kann ich nicht lang. Was ist hiermit? Oh, oh. Hahaha. Ich bin weiter. Willkommen. Das war knapp. Wir haben aber leider schon einiges an Gesundheit verloren. Oh. Ja, gut. Jetzt bin ich mir wieder nicht eins, was ich machen soll. Ich bin immer so unsicher mit diesem Spiel. Vor allem, weil ich immer aufpassen muss. Es kommt. Was ist das denn? Feindliche Lebensform. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es schießt. Also muss es sterben. Nur ich darf Waffen besitzen. Was ist das denn schon für ein Sound? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. Zack. Da ist noch so ein Plant-Monster. Stirb! Ding aus dem kleinen Shop der Horrors. Aus dem kleinen Horrorladen. Das nimmt man nochmal Skill hier. Okay, wo bin ich jetzt? Ah. Ich habe keinen Plan, wo ich mich hier manövriert habe. Irgendwie. Ach, diese Blob-Dinger sind dieses, die die Geräusche machen. So, stirb du Riesenolive. Oder Traube, sieht eigentlich mehr aus wie eine Traube. So. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Ich schieß auf Dinge. Ja gut, ich sehe gerade hier, an der Stelle muss ich den Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.